Ja, guten Abend. Ich komme aus Mannheim und ich habe das Gefühl, Zürich ist so eine Stadt, wo man echt gut hinfahren kann, wenn man wie ich hart untervögelt ist. Ja, weil zum Beispiel vorhin, ne? Also ich war noch keine 10 Minuten hier, da hat mich am Bahnhof direkt ein Mann angesprochen und wir hatten nur ein ganz kurzes Gespräch, aber das hat schon gereicht, dass ich gemerkt habe, so dringend ist es doch nicht. Aber ich habe eh die Theorie, man soll nicht einkaufen gehen, wenn man Hunger hat. Ja, und man soll keine Männer aussuchen, wenn man Lust hat. Weil ihr kennt das, ne? Man nimmt meistens mehr mit, als man wollte. Ich habe ein großes Problem und zwar kann ich beim Sex häufig keinen Höhepunkt haben. Und ich will da auch gar keinen Vorwurf draus machen. Also ja, es liegt ganz klar an mir. Ich kann zum Beispiel nicht kommen, wenn jemand im Raum ist, den ich nicht mag. Aber das Problem ist ja, wenn man so gar keinen Höhepunkt hat, dann kriegt man häufig hinterher noch so ein Gespräch gedrückt. Und dann fragt der andere so, hat es dir denn trotzdem irgendwie gefallen? Und dann muss man so sagen, top. Nee, ich fand's super. Ist mir eigentlich sogar lieber so, ja. So gern habe ich gar nicht einen Höhepunkt. Und ich muss sagen, von meinen schauspielerischen Skills her, ich traue mir eher zu, einen Orgasmus zu faken, als dieses Nachgespräch. Ihr müsst wissen, ich habe früher als Immobilienjournalistin gearbeitet. Das heißt, ich habe 4 Jahre lang so getan, als würde ich Häuser geil finden. Häuser. Ja, so ein bisschen rumschreien ist da echt das kleinere Problem. Aber es gibt ja Männer, die denken sich dann, hoho, da wo der hergekommen ist, da gibt's noch mehr. Ja, die hämmer ich jetzt so richtig durch. Und ich denke mir, Junge, wie viele Orgasmen muss ich dir noch vortäuschen, damit du gehst? Es gibt ja wahrscheinlich auch eine Zahl, ab der das unrealistisch wird. Finde ich allgemein sehr schade, dass es da so wenig offenen Austausch drüber gibt unter uns Frauen. Also wenn ihr nachher noch einen Moment Zeit habt, dann würde es mich echt mal interessieren, wie viele Orgasmen ihr so habt. Weil ich habe den Verdacht, ich mache immer zu viele. Und versteht ihr die Problematik? Das ist ja für uns alle nicht gut. Also wenn da draußen ein Typ rumrennt und sagt, oh, die Helene hatte neulich 27 Orgasmen, ihr müsst es am Ende ausbaden. Also lasst uns da ein bisschen zusammenarbeiten. Ja, es ist jetzt auch nicht so, als hätte ich noch nie gesagt, wenn mir was nicht passt. Aber es gibt halt diese Leute, die im Bett immer nur ihr Programm abspulen, egal wie man reagiert. Ja, wie so ein Comedian, der so hart an der Crowd vorbeispielt. Das ist so, als ob ihr jetzt laut rufen würdet, buh, und ich sag so, oh ja, das findet ihr geil, ja? Ihr kleinen Dreckstücke. Davon gibt es jetzt ganz viel. Den ganzen Abend lang. Ja, und mich ärgert sowas, weil ich bin ein Mensch, ich gebe beim Sex schon unheimlich viel verbales Feedback. Also sobald jemand meine Brüste anfasst, auf eine Art, die ich auch nur ansatzweise okay finde, sage ich schon, ja, oh ja, schön meine Brüste anfassen, ja, das gefällt mir. Und dann macht der Typ trotzdem was anderes. Es fühlt sich so an, als würde man Topfschlagen spielen, aber in riesengroß. Ja, du bist im richtigen Raum, du bist im richtigen Raum, weiter, weiter. Und der Typ ist einfach taub.
Der denkt sich so, anscheinend bin ich nicht im richtigen Raum. Ich versuch's mal durch die Hintertür. Ja, ich habe mir eigentlich auch schon echt oft vorgenommen, dass ich nichts mehr vortäuschen will. Aber immer wenn ich da stur bleibe und keinen lauten Orgasmus simuliere, dann fängt der Mann so an, einfach noch hektischer alle Knöpfe zu drücken, die sonst immer funktioniert haben, wie bei so einem Gerät, was einfach klemmt. So, na, das muss doch... Ich hab doch Papier eingelegt. Das war's von mir. Dankeschön. Hallo, ich bin Helene Bockhorst und ich möchte euch informieren, hier gibt es Abos und da gibt es Videos.